Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Motorsportfans, herzlich willkommen zurück hier bei Nick Freizockt Motorsport Manager. Wir sind hier in Mailand auf der Rennstrecke. Wettervorhersage sagt eigentlich, es ist sonnig, trotzdem haben wir irgendwie Wolken mit dabei, ganz seltsam. Wir haben 18 Grad Strecken, also 18 Grad Temperatur. Im Training war es ein bisschen wärmer. Da sind wir mit normaler Reifennutzung recht gut hingekommen, was die Reifentemperatur angeht. Wir haben bei ihr eingepackt Motorexperte und Krankenpfleger aufgrund des Motors, den sie fährt. Wir haben bei ihr eingepackt Renntrim und Reifen als Leistungsverbesserung. Ihr Setup wissen wir nicht, ob es passt. Das Setup wissen wir, ist 99%. Es ist zum Mäusemelken. Beide sollen mit einem starken Überholmodi anfangen. Sie schalten wir relativ schnell runter. Sie soll das Ganze durchfahren damit. Sie macht zwei Stopps, sie eventuell nur einen Stopp. Wir haben genug Sprit dabei, um auch eine Einstoppstrategie fahren zu können. Müssen wir dann gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, sagen wir es einfach mal so. So, ich hoffe, das Ganze geht gut. Wir starten von 17 und 19. Die anderen starten auf mittleren Reifen. Wir aufgrund von dem Motor von Santa Ana natürlich auf Soft und bei Key auf Soft, weil wir denken, dass sie das eventuell schaffen könnte. Ich habe schon überlegt, ob ich den Reifenleistungsverbesserung austauschen soll gegen leichtfüßig. Ich bin da immer noch so ein bisschen hin und her. Aber ich würde sagen, nein, wir fahren so. 20% mehr Leistung sind 20% mehr Leistung. Wir wollen ja vorne landen. Wir gehen mal rein ins Rennen. Vorbei ist vorbei. European Racing Series Lauf Nummer 3 von 11 in Mailand A. Bei sonnigem Wetter und mit einer Platzierung hinten von 17 und 19 gehen wir ins Rennen. Das heißt, Key steht direkt vor Santa Ana. Das ist unglaublich, wie dicht auch hier 17, 18 und 19 beisammen sind und das Ganze dann dran an 20. Also, gibt eine spannende Saison. Ich bin gespannt, wie der ganze Spaß läuft. Die Ampel, die läuft schon runter. 2, 1 und Daumen drücken, dass es nicht knallt. Wir kommen gut weg. Wir kommen gut weg. Santa Ana kann sich einordnen. Key nicht so. Key bleibt aber innen und zieht schon mal an einigen vorbei. Ist ja eine geile Geschichte. Key gibt richtig Gas. So, aber ich glaube, wir müssen Key gleich auch schon rausnehmen. Ey, die verbraucht mir nämlich gerade viel zu viel Sprit. Ja, das ist so nicht einkalkuliert. Ich glaube, da müssen wir schon zurückstecken bei Key. So, wir können die Beschleunigung dann schon hochdrehen, weil wir reifentechnisch nichts umstellen müssen. Hoffe ich doch. Ich hoffe, die werden jetzt gleich warm. Und wir können zugucken, wie Santa Ana hier durchs Feld flügt und Key leider hinten rumfährt. Aber wenn Key eine Einstoppstrategie fahren soll, ist das halt, ja, leider das, was wir tun müssen. Sonst wird das nichts. Sonst muss er nämlich zu früh reinkommen und stoppen und dann geht das Ganze nicht mehr auf. So, Santa Ana hier ein bisschen weggeblockt von Dreifuß. Versucht sich an Dreifuß vorbeizuarbeiten und nach vorne zu fliegen. Die Reifenabnutzung ist ja phänomenal, ey. Das hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Ich glaube, das haut nicht hin mit der Einstoppstrategie. Ich glaube, das haut nicht hin mit der Einstoppstrategie. Wir packen auch bei ihr mehr Motorleistung rein. Die muss zweimal kommen, wegen den Rädern. Das schafft die nie und nimmer. Obwohl, wir sind in Runde 5. Wir sollten es nicht unterschätzen. So, wir fallen wieder zurück mit Santa Ana. Es ist aber auch ein Drama hier, diese Zurückfallerei und dieses weggeblockt werden und lauter schnelle Autos um dich rum beim Start. So, jetzt geht's immer vorbei hier. Der Tang, mein Freund, ist auch da vorne. Und Key fängt jetzt an anzugreifen und zu attackieren. So, ich glaube, wir können hier echt mal die Reifen jetzt rannehmen. Die werden ja gar nicht warm. Und jetzt muss Santa Ana in die Box.
Wir sind in Runde 7, unter anderem muss ich auf den Boxenstopp vorbereiten. Haben wir so kalkuliert, ja, wird eine enge Geschichte, wenn wir es nicht machen. 7 mal 1,33 machen wir wieder 10 Runden Sprit rein. Beziehungsweise 9,31. So, Teilezustand sieht passabel aus. Die Bremsen arg angeschlagen. War uns mehr oder weniger klar. Ich weiß nicht, jetzt schon reparieren. Ich meine, die kostet 6 Sekunden. Das ist jetzt nicht so die Welt. Ich meine, wir hatten schon Boxenstopps, da hatten wir Fehler, die haben länger gedauert. Wir sind so dicht im Gewühl, ich würde sagen, wir sparen es uns. Wir reparieren erstmal nichts. So, dann holen wir die nämlich schon mal rein. Und Key kann durchfahren. Das meine ich jetzt ernsthaft. Also Key kann noch ein bisschen fahren. Die hat noch durchaus die Möglichkeit, sprittechnisch 2-3 Runden zu fahren. Und dann kommt sie doch in Runde 10 rein und dann fährt die eine Einschubstrategie. Und ich glaube, das ist der richtige Weg hier. Und samt der anderen lassen wir pushen. Aber es bringt ja nichts. Die anderen fahren mittlere Bereifung und stehen uns im Weg und sind schneller. Da kriege ich zu viel da. So, Key ist auf 6. Wir sind in Runde 9. Eigentlich müsste sie noch etwas länger fahren, aber so wie es aussieht, macht der Reifen schlapp. Ja, der Reifen macht schlapp. Da wählen wir einen neuen Reifen. Packen. Wir machen das anders. Wir wählen einen neuen Reifen. Da verdient es aber die Leistung, ne? Das ist das Blöde dran. Ist egal. Verlieren wir halt die Leistung. Wir nehmen den mittleren Reifen. Packen 12 Runden Sprit rein. der Motor sieht gar nicht gut aus. Boah, ey, wieso nimmt denn der Motor hier so rapide ab bei ihr? Die fährt auf einer normalen Motordrehzahl. Puh. Also es könnte eng werden mit dem Motor. Müssen wir eventuell, ja, wenn wir nur einen Stopp machen, müssen wir es jetzt reparieren. Hilft alles nichts. So, und ihr Reifen glüht. Das wollen wir natürlich auch nicht. Ja, ich kann es nicht halten. Nee, wir müssen irgendwas machen. Ich kann die nicht durchfahren lassen mit einem Motor, der bald auseinanderfällt. Weiß nicht, ob wir eine hohe Belastung gehen können. Wenn, dann vermutlich eh nicht lang. Ja, es ist ein Drama hier. So, was hat sie für ein Problem? Ich glaube, die Bremse gibt gleich auf. Also, wir müssen noch dran arbeiten, dass die Autos haltbarer werden. Könnten Welten besser liegen. Wenn wir uns nicht selbst zerlegen würden. So, wir gucken nach Santa Anna. Und die recht gut unterwegs ist hier. Also ich bin der festen Überzeugung, es kann auch mit Key noch was gehen. Die darf halt nur nicht die Räder kaputt fahren. Und den Sprit nicht vollkommen für einen Eimer latzen. So, letzte Runde, Runde 14, wir gehen rein. Wir holen uns neue, frische Softe, packen wieder für 10 Runden Sprit rein, beziehungsweise für 9,56 noch irgendwas. Sollten wir 7 Runden mit schaffen. Es ist mir zu riskant. Lass die Bremsen aufgeben, ist mir zu riskant. Da verlieren wir halt vielleicht 1-2 Positionen, mag ja sein. Aber hey!
Boah, verliert die viele Plätze. Komm schon, fahr. Ja, Ki kann durchfahren. Oh, ich sehe schon, das gibt ein Drama-Rennen hier. Habe ich mich verkalkuliert? Geht alles nicht auf, hä? Wie, die Karre ist im Eimer? Wir haben gerade eben repariert. Ich glaube, du hast einen Schuss. Fahr das Ding bloß nach Hause, ey, sonst kriege ich hier zu viel. Ich will mal überlegen, ob wir den Reifen ein bisschen härter rannehmen. Noch überlegen, ob wir hier einen Reifen ein bisschen härter rannehmen. Vielleicht sogar einen Motor. Ach du lieber Himmel, der Heckflügel löst sich auf bei Ki. Aber wir müssen ja was machen, ey, wenn wir nach vorne wollen. Das geht ja nicht anders. So, drück dich außen vorbei. Sehr schön. Ah, ja. Und jetzt hier, komm, genau. Sehr schön. Sehr schön. Vorbei. Und jetzt hier um die Kurven. Boah, jetzt gibt der Heckflügel auf. Sag mal, das ist doch normalerweise ein Teil. Das hat 80%. Es kann doch nicht sein, dass der Heckflügel aufgibt. Was ist denn da los? Und die sind alle am Sprit sparen und Santa Anna ist am Pushen. So, die haben auch ein paar Teileprobleme. Ja, da muss doch noch was gehen in den letzten zwei Runden. Bitte, ey, die haben Probleme, die sind nicht so schnell wie wir. Denn ihre Reifen sind runter. Da muss ich doch vorbeikommen. Da muss ich doch rankommen und vorbeikommen. Es kann doch nicht sein, dass wir es nicht schaffen, die Zeit wieder gut zu machen. Wir sind am Pushen, bis der Arzt kommt. So, da ist der achte Platz. Komm, push, 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 push. Ja, die muss auf den sechsten. Halte ich für fast ausgeschlossen, dass wir das schaffen. Vor allem so wie die hier blocken. El Sadat. Du Sacknase. Lass uns vorbei, genau. Ja, bringt nichts. Achter. Nur El Sadat schlagen können. Wendenden haben wir nicht mehr gekriegt. Ja, ihr Auto, das hat massive Probleme. Und kommt als 15. da rein. Also irgendwie habe ich mir das Rennen ein bisschen anders vorgestellt. Wir hätten mit Santa Anna vermutlich versuchen sollen, auf eine Einstoppstrategie zu gehen. Da hätten wir aber Mordsleistung verloren, weil wir die anderen Reifen hätten fahren müssen. Ich weiß nicht. So wirklich happy bin ich jetzt nicht mit dem Rennen. Wir müssen dringend am Auto arbeiten. Ich meine, wir haben den Motor jetzt schon hochgezüchtet. Wir werden den auch noch ein bisschen weiter hochzüchten. Ich will, dass die Saison was geht. Es kann nicht sein, dass wir da Achter werden. So, Kanjiro Aster, Dana, Zweiter. Ja, das sind leider unsere Konkurrenten. Und das wird sich in der Meisterschaft jetzt bös bemerkbar machen. Wir fallen von Platz 2 auf 4 und von Platz 4 auf 10. Können wir nicht happy sein mit? Müssen wir dringend etwas tun. Da haben wir ja in den nächsten Management-Parts noch genügend Zeit zu, das Auto weiter auszubauen, zu verbessern, standfester zu machen. Ja, und die sind natürlich nicht happy und super. Wir verlieren an Marktfähigkeit, wir verlieren an Zufriedenheit. Gleich 7% Zufriedenheit verloren, weil ich 2 Plätze hinterm Ziel reinkomme. Also man kann es auch übertreiben. Ja, ohne Sponsorgelder nur 1,3 Millionen eingenommen. Das hier überspringe ich mal. Ist mir gerade alles zu frustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, es war die Strategie. Hätten wir Einstoppstrategien gefahren, ich glaube, es wäre besser gelaufen. Es war kein Testwochenende. Ja, wir sind natürlich... Leistung war nicht so doll, aber wir sind unbesorgt. Das wird wieder...
Kann sich alles schönreden. Ach, was soll ich sagen, ey? Die Karre ist halt nur die sechstbeste Karre, ja? Ich meine, dafür haben wir ganz gut abgeschnitten mit Platz 8. Ich sag's mal so, Mailand ist halt eine Strecke, wo du wirklich siehst, wo dein Auto steht mit deinem Fahrer zusammen. Gut, so langsam kristallisiert sich hier wieder ein Nummer 1 Fahrer raus mit Key, die ist jetzt böse abgestürzt in der Tabelle. Also ich muss erstmal wieder zeigen, dass sie weiter nach vorne kann. Tondela gibt sozusagen die Bewährungsprobe. Wir können hier nochmal reingucken, was wir hier genau brauchen. Beschleunigung und Motor, das sind genau die Dinge, die wir bisher ausgebaut haben. Also ich bin da guter Dinge, dass das eher eine Rennstrecke diesmal für uns ist. Wir haben das da ganz schön verbessert in den Bereichen. Wir können auch hier nochmal reingucken. Also wir haben motormäßig aufgestockt, wir haben beschleunigungsmäßig aufgestockt, wir sind bremsentechnisch, und das war halt das Hauptproblem in Mailand, bremsentechnisch nur auf Platz 8. Und hier fallen wir langsam zurück, müssen wir langsam auch mal in die Entwicklung gehen, aber da bin ich guter Dinge, dass wir es hier sogar schaffen können, den besten Stoßdämpfer von allen Teams irgendwann zu haben in nächster Zeit. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Also ich habe eigentlich vor, in der Saison schon um den Meistertitel zu kämpfen, also um die Teammeisterschaft, nicht um die Fahrermeisterschaft. Und dazu fehlt einfach noch ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht genau, woran es liegt. Es könnte sein, dass ich mich ein bisschen zu sehr am Anfang auf den Motor fokussiert habe. Ich hätte wahrscheinlich alle Teile durchbauen müssen, alle Teile hochentwickeln müssen. Also wir haben momentan ein Entwicklungsproblem. So viel steht fest. Weil wir müssen noch immer Krankenpfleger und Motorexperte fahren. Und das kann eigentlich nicht sein nach dem dritten Rennen. Zum vierten Rennen müssen wir es hinkriegen, dass die Autos haltbar sind. Kann nicht sein, dass wir im Rennen was reparieren müssen. Wenn wir im Rennen was reparieren müssen, haben wir das Rennen verloren. So einfach ist es. Kannst du dir nicht leisten. Das Auto muss so stabil sein, dass es durchfahren kann. So. Pläne und Ziele für die nächsten Folgen stehen damit fest. Wann die nächste Folge allerdings kommt, kann ich euch gar nicht so genau sagen. Ich hoffe, morgen. Bin hier erstmal raus. Falls wir uns vor Weihnachten nicht mehr sehen, wünsche ich euch schon mal frohe Weihnachten. Ja. Ich denke, wir sehen uns nochmal davor. Bin da guter Dinge. Und ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.